Hallo alle zusammen, ich bin Frieda, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe im Jahr 2023/24 nach Irland für 9 Monate. Und genau, heute ist mein letzter Tag und ich will euch ein bisschen mitnehmen, was ich heute so mache. Und wenn dich das interessiert, bleib doch gerne dran. Genau, mein letzter Tag zu Hause. Ich starte nicht zu Hause, sondern bei einer Freundin. Ich habe hier geschlafen und ich mache mich jetzt mal fertig. Und dann fahre ich nach Hause. Und genau, dann brunch ich mit meiner Familie. Aber ich würde sagen, legen wir erstmal los mit dem Fertigmachen. Ich habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht und jetzt packe ich schnell meine Sachen und dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Das ist jetzt mein Plan. So, ich bin jetzt angekommen. Es ist ungefähr 9.20 Uhr und wir brunchen erst um 11 Uhr. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit und ich glaube, ich mache mich jetzt mal fertig. Also wirklich fertig, nicht nur Creme aufs Gesicht. Nein, ich gehe jetzt duschen, schmink mich, zieh mir was Nices an und genau, dann gucke ich mal, was ich in der Zeit noch so anstelle. Ich muss vor allem noch meinen Koffer zu Ende packen. Das liegt da alles auf dem Boden. Ja, mal gucken, was der Tag so bringt. So, ich bin jetzt frisch geduscht und jetzt mache ich meine Haare und schmink mich danach. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Es ist 10.12 Uhr ungefähr, glaube ich. Also war es das letzte Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe. Und ich habe mich jetzt angezogen. Man sieht immer noch meine Klamotten, die noch eingepackt werden müssen. Genau, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, deswegen gehe ich, glaube ich, mal runter und gucke mal so, was es da jetzt zu essen gibt. Es gibt nämlich ganz gute Sachen, glaube ich. Ich stehe jetzt hier vor dem Buffet und sieht super gut aus. Ich zeige euch das mal ganz fix. Also, wir haben hier einmal verschiedene Käsesorten, Eierkuchen, vegetarische Aufstriche bzw. Brotbelag. Dann hier einfach so ganz normal Brötchen. Dort hinten ist Kuchen. Dann gehen wir einmal hier rüber und da ist Tomatensuppe drin. Dann ist hier Blätterteig mit Spinat und Schafskäse und hier Focaccia. So, das Essen ist vorbei. Es war richtig gut. Wir haben es jetzt 14.30 Uhr und es war richtig schön, die ganze Familie nochmal zu sehen, alle zu verabschieden. Also vor allem meine Großeltern und genau, meine Eltern sehe ich ja jetzt noch, also den Rest. Und jetzt müssen wir noch ein paar Papiere durchgehen, also nochmal irgendwie so Sachen abklären. Ich packe jetzt meinen Koffer wirklich zu Ende, also packe da die ganzen Sachen rein, gucke nochmal, ob ich alles habe. Genau, das ist jetzt der Plan. Und dann 17 Uhr circa will ich mich da losmachen, nochmal mit zwei Freundinnen treffen. Und ja, aber bis dahin gebe ich erstmal mein Bestes im Papierkram. So, es ist 17 Uhr, der Tag geht rum. Ich habe meinen Koffer fertig gepackt, also hier unten ist jetzt das größte Zeug eigentlich alles drin. Genau, jetzt ziehe ich mir fix was anderes an und dann schwinge ich mich wieder aufs Rad und fahre nochmal zu zwei Freundinnen, wie ich schon vorhin gesagt habe, und sehe die dann nochmal und muss mich von denen verabschieden. Und dann komme ich heute Abend irgendwann zurück, mache mich bettfertig und gehe nur noch schlafen. Aber erstmal habe ich ja noch was vor. Oh, wir sind jetzt im Park. Wir essen Pizza. Und haben Pizza. Genau, und lassen den Abend gut ausklingen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Das war mein Tag, also mein letzter bei mir zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fand meinen Tag irgendwie ein bisschen spannend. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, es gibt auch TikTok, Instagram-Kanäle. Und ja, genau. Ich freue mich schon, euch noch mehr dazu zeigen können, wenn ich dann weg bin. Und bis dahin würde ich mal sagen, tschüss. Ich gehe jetzt schlafen.